In diesem Video zeige ich dir diese superschnelle Marienkäfer-Motivtorte. Viel Spaß! So, ich habe mir die Torte hier schon soweit mal vorbereitet, eine Kuppel gemacht. Wie kannst du das tun? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste ist, du nimmst dir einen Biskuit und schnitzt den rund und füllst den dann bis nach oben auf. Den kannst du zwischendurch noch mit Erdbeeren beispielsweise belegen, was du auch immer da hast. Hier ist Vanillecreme verwendet. Diese Möglichkeit verlinke ich dir hier oben in der Infocard wie auch in der Infobox. Die kannst du jetzt oben anklicken. Das Ganze wird dann im Anschluss noch mit Buttercreme eingestrichen. Hier ist der Vorteil, hier kannst du viel größere Torten machen, denn du hast alle Möglichkeiten und bist nicht auf deine Form angewiesen. Nachteil, du hast Abschnitte, die du aber wieder verwenden könntest. Die zweite Möglichkeit siehst du hier, das Ganze in einer Kuppel, also so in einer Kugelform, direkt gebacken und gefüllt und eingestrichen. Wie gesagt, das kannst du selber entscheiden, ich verlinke dir beide Möglichkeiten. Wenn sie größer ist, dann empfehle ich eigentlich immer auf das Zuschneiden, weil du hast eigentlich gar keine andere Möglichkeit, außer du hast eine riesen Schüssel, in der du backen kannst. Die Torte wird dann mal rot eingeschlagen mit rotem Rollfondant. Ich versuche hier oder achte immer darauf, dass ich das Ganze nicht allzu dick einschlage, denn ich dekoriere ja auch nochmal mit Fondant und habe teilweise zwei Schichten, und dass das nicht zu dick wird, wirklich schön dünn arbeiten, sonst wird es einfach extrem süß. Eingeschlagen, schwarzer Rollfondant habe ich mir ausgerollt, hier nehme ich mir einen kleinen Tortenring, schneide eine Rundung raus, einen Kreis raus, schneide den etwa nach 3/4 unten gerade ab, bepinsele die Torte mit Zuckerkleber und kann den dann schön vorne auflegen. Das ist dann unser Gesicht. Wenn die Torten extrem schwitzen, wenn es heiß ist, kannst du manchmal sogar auf den Zuckerkleber verzichten. Das ist der Vorteil, aber es hat natürlich wesentlich viel mehr Nachteile, wenn die Torten schwitzen, als Vorteile. Jetzt messe ich mir hier die Mitte ab. Mache mir unten, habe ich mir einen Streifen zugeschnitten, der ist circa 1 cm breit. Den lege ich eigentlich mittig über die Torte, also vom Gesicht bis hinten runter. Aus dem restlichen schwarzen Rollfondant steche ich mir Kreise aus. Die lege ich dann auf die Torte, das gibt dann die typischen Punkte. Hier noch ein Trick, falls der Rollfondant etwas ausgefranst ist, nimmst du dir den Ausstecher und drehst ihn auf dem Tisch, dann hast du perfekte Kanten. Das sieht man teilweise bei filigranen Ausstechern wie Blumen oder irgendwie Schneesternen oder sowas. Das ist ein guter Trick, damit die Kante wirklich schön glatt ist. Danach kann ich mir die Punkte auflegen, mit Zuckerkleber anstreichen, je nachdem, du siehst, die Torte hier fängt jetzt auch leicht an zu schwitzen und dann halten die Kreise automatisch. Ich achte eigentlich darauf, dass das Ganze einfach etwa parallel ist, beide Seiten gleich dekoriert. Als nächstes brauche ich weißen Rollfondant, den habe ich immer ziemlich dünn ausgerollt, sicher ca. 2 mm in etwa. Hier einen ovalen Ausstecher nehmen, zwei Teile ausstechen und das gibt mir dann die Augen. Die Augen immer ziemlich groß machen bei so Figuren, denn das wirkt viel, viel niedlicher. Dann nehme ich mir nochmal einen ovalen Ausstecher, etwas kleiner, steche schwarz aus, pinsle die Augen mit Zuckerkleber an und lege dann die schwarzen ovalen Teile ein.
Dann steche ich mir nochmal ein ovales Teil aus. Das kneife ich aber nach einem Drittel ab. Und dann habe ich so einen Halbmond und den nehme ich gleich als Mund. Als Nase dient mir rosafarbener Rollfondant. Da habe ich eine Kugel gemacht, die ich leicht in die Länge gedrückt habe. Du siehst also, die Dekoration ist sehr simpel und geht auch wirklich sehr schnell von der Hand. Als Füller 2 Oreos Kekse genommen, die schneide ich mir jetzt auf. Dann nehme ich mir etwas weiße Schokolade hier in der Spritztüte, gebe das auf die Oreos. Nehme einen schwarzen Strohhalm, den ich mir zurechtgeschnitten habe, lege den ein, oben auch noch etwas Schokolade drauf, zuklappen und warten, bis das Ganze fest ist. Nach dem Antrocknen die Fühler links und rechts in den Marienkäfer reinstecken. Zum Schluss mache ich mir hier noch mit 2 weißen Zuckerperlen einen Schimmer in den Augen. Da mache ich mit einem Modelliertool, kerbe ich zuerst etwas ein, gebe Zuckerkleber rein und drücke dann die Perlen in die vorgefertigte Öffnung rein. Ein kleiner Aufwand, aber sehr große Wirkung. Das Rezept findest du auf meinem Rezepteblog detailliert mit allen Werkzeugen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Und ich freue mich auf deine Kommentare. Lass mich wissen, wie du dieses Video fandest. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.